Hallo, ich grüße dich herzlich zu deiner Seelenbotschaft. Mein Name ist Jacqueline und heute gibt es eine zeitlose Legung. Wie ich finde, hatten wir das lange nicht mehr. Und zwar möchte ich das klassische keltische Kreuz legen. Und ja, wir schauen einfach mal, welches Thema sich hier zeigt. Du weißt, es ist eine kollektive Kartenlegung und es kann womöglich nicht mit jedem resonieren. Bitte auch deine persönlichen Themen umlegen und das für dich mitnehmen, was sich stimmig anfühlt. Solltest du Hilfe, Unterstützung benötigen und mit mir gemeinsam zusammenarbeiten wollen, dann schau mal unten vorbei. Es gibt verschiedene Möglichkeiten von Coaching, Training, Mentoring, von einer spirituellen Begleitung, Heilsitzung, Reading oder persönlichen Kartenlegung. Und ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken für die Likes, die Abos, die liebevollen Kommentare und auch die Wertschätzung via PayPal. All das, was ich erhalten habe. Du weißt, ich schicke immer ein energetisches Dankeschön zurück und ich hoffe, es kommt bei dir an. Und ja, von Herzen danke, dass du hier bist. So, vielleicht hast du schon die Wochenbotschaft gesehen für diese Woche oder die News zum Wochenende. Auch die Neumond-Energie noch präsent. Schau gerne beim Neumond-Orakel vorbei. Diese Legung aber, wie gesagt, ist zeitlos. Und ich würde sagen, wir starten. Ich verbinde mich noch mehr mit dem Seelenkollektiv. Worum geht es? Was ist jetzt wichtig fürs Kollektiv? Keltische Kreuz. Und wir fangen an. Mit dem Thema. Worum geht es? Ja, 10 der Kelche, sehr schön. Also, es geht hier um, ich höre gerade, das wohlige Beisammensein. Es geht um die Unbeschwertheit in Beziehungen, um für jeden unterschiedlich, für viele das Familienleben, genießen der Freundschaften oder auch der Partnerschaft. Aber hier geht es eher um das große Ganze in Verbindungen. Die 10 der Kelche ist die reine Wohlfühlkarte und dass man emotional einfach unbeschwert ist und genießen kann. Dass man die wertvollen Verbindungen um sich herum hat und dadurch auch noch mehr das Leben genießen kann. Also es geht hier definitiv um das Emotionale in dir, das emotionale Empfinden. Wir schauen mal, obwohl, ich mache eine Klärungskarte. Wir klären mal hier mit den Kipperkarten, Klärungskarte des Themas 10 der Kelche. Traurige Nachrichten. Okay, also zwei Hauptenergien, die auf dich zutreffen könnten. Erste ist, du hast bezogen auf Freundschaften, Familien, bezogen auf Verbindungen, die dir sehr viel bedeuten, traurige Nachrichten erleben dürfen. Entweder aktuell oder in der Vergangenheit. Also etwas, was dich sehr traurig gestimmt hat. Für manche kann das ja auch sein, dass du eine Nachricht bekommen hast, die enge Freundschaften oder Verwandte betreffen, was dich aber auch traurig stimmt. Oder aber es hat direkt mit einem Menschen zu tun. Für wiederum andere kann es sein, dass gewisse traurige Nachrichten wirklich dich direkt betreffen und du eher Trost in deinem Umfeld, bei Freunden, Familie gerade aktuell suchst. Also etwas, was direkt dich betrifft und traurig macht, wo du jetzt aktuelle Unterstützung benötigst oder dir auch suchst, also Trost bei deinem Umfeld. Was kreuzt es? Was kreuzt das Thema? Das gibt's ja nicht. Die 9 der Kelche. Also das sind die höchsten Kelchkarten. Das heißt eigentlich, egal, also so richtig viel mit diesen traurigen Nachrichten macht das eigentlich nicht. Wir haben hier hohe Gefühlskarten, wir haben hier sehr viel wertschätzende und liebe Menschen um dich herum und das fühlst du auch. Also du bist eigentlich emotional voller Dankbarkeit schon fast, dass du so viele tolle Menschen um dich herum hast. Und egal, ob die traurige Nachricht direkt dich betrifft oder aber auch dein Umfeld, du bist hier so behütet
auf menschlicher Ebene, aber auch energetischer Ebene höre ich hier, dass es gar nicht so viel mit dir anstellen kann. Also es ist jetzt kein, ja, es ist jetzt hier kein richtiger, schwerer, plötzlicher Tormoment. Das ist etwas, wo du trotzdem immer das Gefühl hast, dass du behütet und geschützt bist. Und mit der nächsten Intention war ich tatsächlich im Unterbewussten. Also schauen wir, wir haben den Eremiten. Du aktuell, entweder wünschst du dir mehr Zeit für dich, für die Innenschau, oder du gehst wirklich daran, denn da liegt auch so ein bisschen die Antwort, aber auch die Selbstsicherheit. Es liegt die Erkenntnis dort, dass du fühlst, dass das alles seinen Sinn hat, dass es richtig ist und dass du auch beschützt bist. Also das spürst du, das weißt du im Bewussten, das weißt du aber auch im Unterbewussten. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Was ist in deinen Gedanken? Der Gehängte, der zweite Großarkana. Ja, du weißt, egal was sich hier zeigt oder was diese traurige Nachricht auch immer zu bedeuten hat, du siehst den tieferen Blick dahinter. Ne? Also hier haben wir das Licht, die Erkenntnis und auch hier im Stillen. Also sowohl im Bewussten als auch im Unterbewussten weißt du, dass es entweder so kommen musste oder aber... Ja, du erkennst direkt schon den Sinn dahinter oder du weißt, irgendwann wirst du dahinter kommen und du wirst das verstehen. Und das ist natürlich ein großes Geschenk. Also du bist hier sehr gut verbunden mit dir, mit deinem Inneren. Also es ist wie eine innere Verwurzelung und deswegen macht sich das auch rund um dein Umfeld bemerkbar. Das heißt, Menschen sind für dich da und du bist emotional behütet. Das ist sehr schön. Wir schauen mal, etwas aus der Vergangenheit, was ins Hier und Jetzt einher spielt. Wieder groß, wow, Wahnsinn. Großer Arcana, Magier, 9 der Münzen. Alles Top-Karten. Also, etwas aus der Vergangenheit. Die traurige Nachricht könnte hier mit einem Projekt zu tun haben oder mit etwas von der Arbeit betreffend oder aber auch die Finanzen. Es kann sein, dass du... Ja, es kann sein, dass es mit einem neuen Menschen zu tun hat, der noch gar nicht so lange in deinem Leben ist. Und da bekomme ich jetzt so 8, 9 Monate vielleicht, wo du mit der Person mehr zu tun hast. Und vielleicht hat diese traurige Nachricht mit diesem Menschen zu tun. Vielleicht fühlst du Trauer bezogen auf diesen Menschen oder diese Verbindung oder irgendetwas, was mit Wertschätzung zu tun hat. Vielleicht anders als vorgestellt. Der Magier hat aber auch immer etwas mit was Neuem zu tun, mit etwas Erschaffen und Kreieren zu tun. Was mir gerade auffällt, ist hier wirklich in den Handflächen die Energie, die Schöpferkraft, die dort liegt. Es könnte ja auch mit gewissen Heilungsthemen zu tun haben. Ich höre gerade, es ist etwas, was überdauert. Nimm es so mit, wie es für dich passt. Etwas Neues, was den Ursprung schon in der Vergangenheit hat, unabhängig von der Person, die ich eben erwähnt habe. Ist ein neues Thema oder etwas Neues Berufliches, was immer noch im Hier und Jetzt ausschlaggebend ist und fortgeführt wird, höre ich. Das ist alles sehr positiv. Also wir haben hier sehr positive Karten. Und da wird auch die traurige Nachricht nichts dran ändern können. Was kommt als nächstes? Was geschieht als nächstes? Und da geht es weiter mit dem Rat. Das, wo der Samen gesetzt wurde in der Vergangenheit, das wird auch weiterhin vorangehen oder sich vorwärts drehen. Für viele hat es wirklich mit Projekten zu tun, mit Arbeit oder mit Finanzthemen. Es geht hier darum, etwas zu kreieren oder etwas fortzuführen. Für einige kann das mit der Spiritualität zu tun haben. Okay, das ist interessant. Okay, es kann mit Spiritualität zu tun haben, mit Kleidung oder mit dem Äußeren, etwas fortzuführen.
was mit Wert oder Geld zu tun hat. Es könnte aber auch der innere Wert gemeint sein. Ich kläre das hier mal ab. Klärungskarte bitte auf den Pagen. Guter Herr, also eine Person hat definitiv etwas damit zu tun, damit das Rad sich hier weiter dreht. Und diese Person ist dir wohlgesonnen. Diese Person schätzt dich sehr wert. Also, es ist so, als würde die Person dich ansehen und irgendetwas noch Größeres in dir erkennen oder entdecken. Sie unterstützt dich, vielleicht sogar finanziell, vielleicht aber sogar einfach, dass sie mit gutem Rat dir zur Seite steht. Für einige wenige bekomme ich, dass das hier auch jemand ist, der sich mit Recht und Ordnung auseinandersetzt oder kennt oder mit Steuern, irgendwie sowas, damit sich hier etwas weiter dreht. Eine etwas jüngliche Energie ist ebenfalls an deiner Seite. Jemand, der zu dir aufblickt, höre ich. Und das ist auch etwas, was dich antreibt. Dessen bist du dir aber gar nicht so sehr bewusst. Deine Einstellung zu dem Thema. Zwei der Kelche, also auch Emotionen, sehr schön, und Page der Kelche. Also es geht hier sehr viel um Emotionen, um den eigenen Wert, Wertschätzung zu fühlen. Also hier haben wir, du bist dieser Person, die dir helfen möchte, sehr aufgeschlossen. Du möchtest zusammen etwas kreieren mit dieser Person. Du möchtest vielleicht sogar einen Vertrag abschließen, gemeinsam etwas voranbringen. Für einige ist separiert eine neue Person im Umfeld, bei der du dir vielleicht sogar wünschst, dass du auf Liebesbasis, dass da etwas mehr passiert. Hier ist es aber so, diese Person ist an dir interessiert und das jetzt unabhängig von dieser Person, die hier liegt, ne? Also das bekomme ich gerade zusätzlich rein. Solltest du aktuell jemanden im Auge haben, liebestechnisch, das wird hier nicht jeden betreffen, ist es so, dass du viel mehr auf die Liebe und das Gefühl tatsächlich blickst und diese Person, um die es geht, auf die du ein Auge geworfen hast, die sieht aber noch etwas anderes. Die sieht, dass du vielleicht ein großer Glücksfang bist, weswegen auch immer. Doch es geht hier nicht nur um die Gefühle bei der anderen Person, also hier ein kleines Vorsicht. Was kommt von außen? Das sind zu viele. Eine Karte bitte. Was kommt von außen? Hier soll es sein. Ei. Der Teufel. Was kommt von außen? Abhängigkeiten. Ein Angebot, was dir schwer fallen wird, abzulehnen. Was daran liegt, dass, das ist auch ein schönes Bild, dass der Teufel hier direkt unter dem Engel liegt. Bedeutet, dass der Teufel keine Macht bekommt. Also, du bekommst ein Angebot von einem König der Stäbe. Ich kläre das auch gleich, worum es sich da handelt. Aber das Angebot bringt viele Wenn und Abers mit sich. Und diese Wenn und Abers gilt es genau anzuschauen. Dieses Angebot, es dreht sich bei dem Angebot hauptsächlich bei dir. Nicht so sehr darum, dass sich das Angebot toll anhört. Also höchstwahrscheinlich ist das Angebot gar nicht so interessant, aber es geht um den Menschen dahinter. Klärung. Ja, guter Ausgang in der Liebe. Das könnt ihr wirklich mit der Person zu tun haben, die du hier im Auge hast. Und sollte das eben mit dir nicht zutreffen, dass du vielleicht gar nicht aktuell in Flirtstimmung bist oder da jemanden hast, dann kann das hier auch ein Geschäftspartner sein. Guter Ausgang in der Liebe geht es immer darum, hier möchte etwas mit einem Menschen. Also es könnte sich hier entweder auf die Liebe beziehen oder aber hier auf das Neue, was hier weitergeführt wird. Und da kann es sein, dass du ein Angebot von einer Person erhältst, wo dir das Angebot ein bisschen Bauchschmerzen macht, aber du findest die Person toll. Und deswegen ist das Angebot so schwierig für dich, dich dahingehend zu entscheiden. Einfach ein bisschen vorsichtig sein. Deine Sorgen, Hoffnungen und Wünsche.
Leute, so viele große Arkana wieder, ne? 1, 2, 3, 4, 5. große Arkana und auch noch der Mond bei so viel Kelchenergie. Also es geht hier um deine Gefühle. Es geht hier auch bei diesem Projekt. Es ist dir wirklich ein Herzensprojekt, was ja aus der Vergangenheit schon gestartet ist oder ins Leben gerufen wurde und jetzt weitergeführt werden soll. Da geht es um hauptsächlich deine tiefen Gefühle. Es ist ein Herzensprojekt. Es könnte sogar sein, dass du sagst, ah, es ist mein Baby, etwas Neues soll kreiert werden. Deine Wünsche hingegen sind hier auch, und das ist das Versteckte dahinter, das Emotionale. Was steckt hinter diesem Wunsch auf emotionaler Ebene? Also warum fühlt es sich für dich so wichtig und so gut an? Und du möchtest, dass du auch emotional dich leiten lässt. Du möchtest weiterhin einen guten Zugang zu deiner Intuition. Und es kann sein, dass du jemandem begegnen wirst, dieser einen Person, der du irgendwie verfallen bist. Und das muss hier nicht unbedingt auf Liebe sein. Es kann einfach sein, dass du diese Person toll findest oder das, für was sie steht oder auch wie sie aussieht. Aber es geht darum, dass du trotzdem weiterhin diesen Zugang haben möchtest in die Tiefe, in deine Tiefe und auch in die allgemeine Sinnhaftigkeit. Also du möchtest deinen Zugang zur Intuition nicht verlieren. Kommen wir zum Ergebnis dieser Legung. Wie wird sich das entwickeln? Worum geht's? Drei Karten. Kooperation, Neuigkeiten und die Entscheidung, die schwierige Entscheidung. Also, du wirst definitiv mit einem oder mehreren Personen zusammen etwas kreieren. Du wirst viele Neuigkeiten bekommen und du wirst auch selbst viele Neuigkeiten rausgeben. Eine Entscheidung muss getroffen werden, die du jetzt noch nicht klar, also du siehst die Lösung noch nicht sehr klar. Also entweder hat es hier mit diesem Angebot zu tun, wo du jetzt noch nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, oder aber eine weitere Entscheidung kommt auf dich zu und auch diese wird dir nicht gleich fallen. Also das wird etwas sein, wo du vielleicht sogar von anderen Unterstützung brauchst, objektive Meinungen. Vielleicht holst du dir auch jemanden, der dich dahingehend ein bisschen leitet, bezogen auf deine Tiefe. Also dass du mehr wieder in die Intuition kommst. Klärungskarte 2. Der Schwerter, es geht hier um dich. Es könnte sein, dass die Entscheidung so groß ist, dass sie mit dir und deiner Persönlichkeit und deinem Weg, deinem Lebensweg zu tun hat, dass dir deswegen die Entscheidung so schwer fällt. Es hat etwas mit dir und deiner Berufung zu tun. Achte, mit wem du dich connectest, achte darauf wirklich, mit wem du dich zusammentust, welche Energie regelmäßig um dich herum ist, ob die Energie dir wirklich gut tut. Viele Nachrichten, die auf dich zukommen werden, viele Angebote. Also du bist, was dein Umfeld angeht, auch wirklich wie ein leuchtender Stern. Du ziehst viele Menschen an, viele Nachrichten, die dann auf dich einstürzen. Und hier gilt es wirklich zu selektieren, was matcht mit dir und deiner Person, mit dir und deiner Persönlichkeit. Was fühlst du? Immer schön mit der Gefühlswelt, mit deiner Intuition in Verbindung bleiben. Spannende Legung, es geht sehr viel um Emotionen, um dich, um Gefühle. Ein Rat zum Abschluss, ein universeller Rat zum Abschluss. Oh, wie schön. Es geht, wir sehen das ja hier schon, ne? Also hier die 10 der Kelche, 9 der Kelche, wir haben hier 3 der Kelche, wir haben hier 2 der Kelche. Es geht um Verbindungen. Star Family, you are part of a team of souls, call and support. Also, du bist hier behütet, beschützt und du kannst dein Umfeld, also die, die wirklich eng sind, die dich schon eine längere Zeit begleiten, wo du sagst, das ist deine Seelenfamilie, die sind immer da.
Und die halten dich. Und auch dahingehend, wenn du Entscheidungen treffen musst, die wichtig für dich sind, kannst du dir immer Rat einholen. Du bist immer behütet und beschützt, ebenso von der energetischen Seite, von anderen Energien. Der Teufel, der hier liegt, der meint es nicht so böse, wie er aussieht. Das ist nur jemand, dem du leicht verfallen kannst und deswegen vielleicht sogar ein bisschen unvorsichtig wirst. Also, es ist nichts Schlimmes. Es hat alles sehr viel mit Verbindungen zu tun, auf emotionaler Ebene. Und hier gilt es wirklich, genau immer mit der Intuition verbunden zu bleiben und dich leiten zu lassen. Also eine schöne Legung, die emotional dich vielleicht, ja, ein bisschen herausfordert, aber sehr, sehr positiv. Du wirst sehr viele tolle Menschen, neue Menschen kennenlernen, aber auch alte wertschätzen. Und somit wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, dass du das nächste Mal wieder mit dabei bist und dass du hier etwas für dich mitnehmen konntest. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du das nächste Mal, ja, wieder einschaltest. Mach's gut.